habe ich einen ganz einfachen Tipp für euch, wenn ihr das nächste Mal ein Bild mit euren wasserlöslichen Filzstiften malt. Wahrscheinlich ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr mehrere Farben übereinander benutzt habt und plötzlich wurde alles braun. Das liegt daran, dass sich die Farben untereinander vermischen, weil sie wasserlöslich sind. Wenn ihr das umgehen wollt, benutzt einfach für euer Bild immer zuerst die hellste Farbe und dann werdet langsam dunkler. Ich zeige euch, was ich meine. Zum Vormalen nehmt ihr eine ganz helle Farbe, zum Beispiel ein helles Gelb. Damit malt ihr jetzt euer Bild aufs Papier. Langsam erkennt man schon einen Jungen mit einer Gitarre. Jetzt habt ihr das Bild komplett in der hellsten Farbe vorgemalt. Weiter geht's mit der nächst dunkleren, in unserem Fall Orange. Mit dem orangefarbenen Filzstift geht's weiter mit dem Gesicht des Jungen. Und natürlich die Arme in der gleichen Farbe. Als nächstes hellbraun. Ihr seht, ihr könnt mit der nächst dunkleren Farbe immer über die hellen drüber malen. Überlegt euch bei jeder Farbe, welche Stellen in eurem Bild ihr mit dieser Farbe anmalen wollt. Und immer wenn ihr mit einer Farbe fertig seid, greift ihr zur nächst dunkleren. Ist doch wirklich ganz einfach. Fangt also mit der hellsten Farbe an und werdet langsam immer dunkler. Wenn ihr jetzt mal wollt, dass sich die Filzstiftfarben extra vermischen, kein Problem. Wenn ihr zum Beispiel mit einem blauen Filzstift über die gelbe Vorzeichnung malt, seht ihr, dass sich die Farben ein bisschen zu einem hellen Grün vermischen. Diesen Effekt könnt ihr für euer Bild nutzen. Auf weißem Untergrund bleibt das Blau natürlich blau. Ihr könnt ruhig mal verschiedene Farben übereinander ausprobieren. Und so macht ihr immer weiter, bis euch euer Bild gefällt. Schon habt ihr die Klamotten des Jungen. Wenn ihr jetzt nochmal mit der Gelb übers Blau malt, seht ihr wieder, wie daraus ein bisschen grün wird. Weiter geht's mit der roten Gitarre. Für die dunkelsten Stellen nehmt ihr wieder das dunkle Braun oder sogar Schwarz. Noch die letzten Details. Nicht schlecht, oder? Ein wenig Schwarz in die Haare. Ein paar Schatten auf die Klamotten. Und schon wird langsam aus dem Jungen ein richtiger Musiker. Fertig ist der Rockstar mit seiner Gitarre. Denkt also immer dran, wenn ihr das nächste Mal ein Bild mit euren wasserlöslichen Filzstiften malt, fangt mit der hellsten Farbe an und werdet langsam immer dunkler. Oh, was für eine geniale Technik! Bilder komplett mit Filzstiften anstatt mit Farben zu malen. Wollt ihr mal mein geniales Filzstiftbild sehen, das ich mit dieser Technik gemalt habe? Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Ich habe ein Bild von einem Filzstift gemalt, statt ein Bild mit Filzstift. Oh je. Yeah.